Schönen guten Morgen, hallo liebe Electric Brands Freunde. Mein Name ist Hans Strijewski, COO bei Electric Brands. Ich habe die große Ehre und das Vergnügen, heute am denkwürdigen 1. April 2023 eine besondere Ankündigung machen zu dürfen. Ich freue mich riesig, dass ich euch jetzt etwas erzählen kann, was, glaube ich, in der automotiven Welt einmalig sein wird. Ihr alle wisst, wir haben für unseren X-Bus aktuell 10 Modulvarianten verfügbar. Es wird eine weitere Variante dazukommen. Diese Variante haben wir hausintern In-Air getauft. Und jetzt lässt sich unschwer vermuten, wir heben unseren X-Bus in die Luft. Wir nutzen dazu das Gyrocopter-Prinzip. Das heißt, dieses neuartige Modul wird darum bereichert werden, dass wir einen ausfahrbaren Rotor bekommen, der dem Gyrocopter-Prinzip folgt. Viele von euch werden wissen, das war ein Mallorquiner, der Pere Sastre Obrada war der erste, der damit losgelegt hat. Und der Gyrocopter ist kein Helikopter, aber er ist in der Handhabung halt sehr einfach, sehr leicht. Man braucht nur einen einfachen Pilotenschein für Leichtflugzeuge. Kostet so um die 20.000 Euro und das Antriebsprinzip und das Flugprinzip des Gyrocopters ermöglicht eben auch eine sehr leichte Bauweise. So haben wir zum Beispiel für die Rotorblätter einen speziellen Kohlefaserverbundstoff eingesetzt und damit wir nicht analog, wie es sonst viele ja machen, es gibt ja Flugautos mittlerweile, wir bräuchten für den X-Bus da eine Spannweite von über 20 Metern, das ist also absolut utopisch, die irgendwie einzuklappen. Aber mit diesem Kohlefaserverbundstoff, Carbon, haben wir die Möglichkeit geschaffen, diese einzurollen. Verbunden mit Federstahl, der also einen Memory-Effekt hat, rollen wir die Rotorblätter nach unten ein. Kennt man, ne, diese Partytröten, die sich ausrollen, wenn man sie aufbläst? So funktioniert das hier auch. Die Rolle geht nach unten und durch die Rotation rollen sich die Rotorblätter aus und schon stehen sie uns zur Verfügung. Unser X-Bus wird eine Startbahn brauchen, also er ist kein Helikopter, er ist ein sogenannter Tragschrauber oder Drehflügler. Wir brauchen so 40 Meter Startbahn und dann heben wir mit dem X-Bus ab. Zur Landung braucht man später so ungefähr 20 Meter. Er hat nicht die Eigenschaft des Helikopters, dass man in der Luft stehen kann, aber er ist schon sehr beweglich, man kann mit langsamer Geschwindigkeit quasi dahin cruisen und die Landschaft genießen und wir werden vermutlich eine Reisegeschwindigkeit von ca. 140, 150 km/h in der Luft mit unserem In-Air X-Bus erreichen. Das ist noch nicht alles. Wir werden auch unsere Chassis um ein weiteres Modulkonzept erweitern. Bisher haben wir die Basisversion, die Offroad-Version und die In-Water-Version. Wir werden dafür den X-Bus mit diesem Konzept der Hoverkraft-Antriebstechnologie aufbauen. Wir werden also eine Gummischürze unten drin haben, die sich aufbläst per Knopfdruck und somit dem Fahrzeug einen Auftrieb verleiht. Damit können wir übers Wasser gleiten. Wir haben die Propeller für die Auftriebstechnik dann im unteren Teil verbaut. Wir nehmen das dann zum Anlass, dass einer der Batteriekästen nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Dort kommt die Antriebstechnik für den Propeller hin, der den Auftrieb unterhalb, also dieses Luftkissen unterhalb des Fahrzeugs erzeugen wird. Wir werden eine Geschwindigkeit auf dem Wasser jetzt erreichen von ungefähr 15 Knoten. Das Gute auch hier, wir sind nach wie vor in dem Bereich, wo der sogenannte kleine Bootsführerschein ausreicht, aufgrund der geringen Geschwindigkeit und natürlich der kurzen Baugröße unseres X-Bus brauchen wir hier keinen großen Aufwand. Dieser kleine Bootsführerschein ist in der Regel hier in Deutschland so für ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro zu erreichen, im Ausland teilweise übers Wochenende zu günstigeren Konditionen. In Kombination heißt das, in Zukunft könnt ihr euch wirklich alle Möglichkeiten des Vortriebs mit dem X-Bus erlangen, indem ihr
Das kombiniert, ihr könnt also zu Wasser, zu Land und in der Luft mit einem einzigen Fahrzeug euch demnächst fortbewegen. Ihr braucht dazu, um ins Wasser zu gelangen, einfach nur einen seichten Übergang ins Wasser und schon schwebt ihr auf dem Luftkissen dorthin. Und selbst wenn ihr dann das noch kombiniert habt mit der In-Air-Modulversion, könntet ihr vom Wasser aus auch wieder starten. Also hervorragend geeignet für diejenigen von euch, die mal einen kurzen Trip ausnutzen wollen. Aber selbstverständlich auch, um den immer größer werdenden Verkehrsdichten ein bisschen zu entfliehen, dass man auch kurze Strecken nicht über die Autobahnen fahren muss, sondern da reicht dann tatsächlich das Einverständnis des Grundstückseigentümers. Und zur Landung brauchen wir, wie gesagt, knapp 20 Meter, zum Starten knapp 40 Meter. Also eine gut ausgebaute Straße oder eine Sackgasse beim Nachbarn ist da in der Regel von ausreichender Möglichkeit für uns. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser tollen Neuigkeit zu sagen habt. Und von daher, liebe Leute, bleibt gespannt. Das war noch lange nicht alles. Bye.